Noch letzte Saison verhalf Chris Burhenne dem TV Herkenrath zum Aufstieg in die Regionalliga. Doch nun darf er im Mittelrhein-Pokalduell gegen den Bonner SC nicht mehr an der Seite der Herkenrather stehen. Nun übernimmt Thomas Schäbel, Ex-Profi unter anderem bei Bayer 04 Leverkusen, das Traineramt bei Herkenrath und ist das erste Mal richtig im Pokal gefordert. Die Bonner Gäste in Rot, von rechts nach links. Und schon früh in der Partie gibt es einen Freistoß für den Tabellen 16. der Regionalliga West. Und den wird Vojo Jesnic schießen. Wunderbar ins Eck gezirkelt, 1:0 für die Gäste. Er verstärkt die Krise in Herkenrath und macht das wunderbar beim Freistoß. Der Mann mit der Nummer 10 lässt Andreas Kart keine Chance. Es läuft also nicht so gut für Thomas Schäbel, der vor der Partie ausgesagt hatte, dass er seine Defensive mental verstärken möchte. Doch nur 13 Minuten später folgt die Gegenwehr. Hamza Salman! Wunderbar mitgenommen den Ball. Und der Ausgleich in der 25. Minute. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler ist im Nachsetzen an richtiger Ort und Stelle und lässt Martin Michel alt aussehen. Das Spiel hat einen sehr offenen Charakter. Und die Bonner hatten die meisten Chancen durch Standards. Flanke von Stoffels und Weber kommt da noch ran. Letztendlich dann aber am Herkenrather Tor vorbei. Die Bonner in der Defensive schläfrig. 1:2 durch Lars Lokotsch. Er lässt Gästetrainer Daniel Zilken an seiner Defensive zweifeln. Übrigens zu erwähnen, die Gastgeber schon seit der 32. Minute nach einer roten Karte in Unterzahl. Nach der Pause der erste Freistoß der Herkenrather, Vincent Geimer mit dem 3:1. Sie schlagen die Bonner mit ihren eigenen Waffen. Und auch hier ein direkter Freistoß verwandelt. Die 250 zahlenden Zuschauer sehen heute einen wirklich guten Fußball. Doch obwohl der Freistoß gut geschossen war, ist die Frage, ob der Ball ins lange Eck von Vincent Geimer für Martin Michel wirklich so unhaltbar war. Im gleichen Moment appellierte Thomas Schäbel an seine Mannschaft, noch nicht zu früh freuen. Es ist noch viel und lange zu spielen. Und das sehen wir in der 70. Minute. Der Anschlusstreffer Yannick Stoffels. Es wird nochmal richtig spannend. Er erwischt früher den Ball als der heranstürmende Andreas Kart, den er mit seiner Einlage alt aussehen lässt. Doch die Herkenrather Arbeitsmoral, sie ist unermüdlich. Wieder Salman! Was ein Traumtor! 4:2, Hamza Salman, jetzt macht er es fest. Und was für ein erleichtertes Jubeln von den Zuschauerrängen zu hören ist. Wieder lässt Michel abprallen. Wieder ist der Lucky Punch perfekt. Hamza Salman knallt ihn mit aller Wucht, mit aller Frust der letzten Tage in den Winkel. Man ist erleichtert in Bergisch Gladbach. Endlich kann man wieder mal gegen einen Gegner punkten. Und das seit Wochen. Der TV Herkenrath und der Bonner SC trennen sich mit 4:2. Und auch der Trainer ist sicherlich erleichtert nach dem etwas glücklichen Pokalsieg. Ich muss der Mannschaft echt ein Riesenkompliment aussprechen. Ich habe irgendwann mal gelesen, Mentalitätsmonster. Ja, das haben die, glaube ich, heute bewiesen. Also Respekt und klar, für mich als Trainer sicherlich so gesagt auch persönlich ein guter Einstieg. Das, was wir uns letztendlich auch als Trainerteam vorgenommen haben, das hat die Mannschaft dann eindrucksvoll umgesetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.